das Sommerhoroskop für unsere kommunikativen Zwillinge, das Sommerhoroskop 2014. Ja, unsere Zwillinge haben besonders in der zweiten Hälfte, in der zweiten Jahreshälfte regelrechte Power-Konstellationen. Bis Mitte August und weiters von Mitte September bis Ende Oktober und auch im Dezember sorgt Mars für ordentliche Energie. Sie werden in der zweiten Jahreshälfte vieles durchsetzen und weiterbringen, was sie sich vorgenommen haben. Saturn, der Planet, der auch immer wieder hilft, zu strukturieren, hilft ihnen dabei auch von einem positiven Aspekt her Klarheit in Dinge zu bringen. Das heißt, sie werden durch Saturn auch nicht Unüberlegtes machen, sie werden wirklich gute neue Strukturen in ihr Leben schaffen. Und Juli und August, das werden die richtigen Flirtermonate für unsere Zwillinge. Und es wird die reinste Wohltat für sie. Der positive Jupiter-Aspekt bringt ab Mitte Juli ganz überraschende Ereignisse, je nachdem, in welchem Lebensbereich ihre Sonne steht, kann man hier rechnen mit eventuellen neuen Karrierechancen, neue Geschäftschancen. Der eine oder andere Zwilling wird sich binden, wird einen neuen Partner finden. Sie finden eventuell die Immobilie oder die Wohnung, die sie schon lange gesucht haben. Also man kann hier ganz bestimmt mit angenehmen Ereignissen rechnen und sich auch freuen. Es wird rundum eine ganz günstige Zeit, um neue Ideen umzusetzen. Und ja, an Ideen mangelt es ja den Zwillingen nicht. Das heißt, es ist ihr Jahr. Nützen Sie die zweite Jahreshälfte weiterhin und schauen Sie, dass Sie viel von dem, was Sie vorgenommen haben, auch weiterbringen. Es wäre schade, solche Konstellationen nicht wirklich auch aktiv umzusetzen. Eine gute Zeit.